Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im NS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ist schon bald Wochenende, es ist der letzte Arbeitstag und der geht natürlich hoffentlich für euch alle auch schnell vorüber. Ja, wir haben tatsächlich gestern die neue Mission hier angenommen und da ist der Varitron, also der Kartoffelernter, da hinten seht ihr ihn auch schon voll. Deswegen haben wir auch eine rote Meldung. Und ja, wir werden jetzt gleich mal gucken, ob ich den Kurs denn gespeichert habe und dann fahren wir den Kollegen gleich ab. Okay, so ein bisschen Radio und dann ist auch mal ein bisschen besser. Heute haben wir ja gesagt, dass die Folge ein bisschen länger wird, weil gestern wegen Handykauf 7 Minuten zu kurz, glaube ich, haben 17 Minuten irgendwie sowas um den Dreh, also die 7 Minuten kommen heute noch dazu, das heißt, wir machen so eine halbe Stunde, 35 Minuten um den Dreh. Und ja, wer sich jetzt fragt, ich habe gestern ein neues Handy gefunden, es ist jetzt preis-leistungstechnisch war es gut. Ich habe jetzt eine Samsung Galaxy S10 Notepad Plus, glaube ich, irgendwie so heißt es auf jeden Fall. Also Notepad Plus, glaube ich, ist es. Und die S10 Variante. Wird wahrscheinlich ein oder andere sagen, ja, wieso hast du dir denn so einen Scheiß gekauft und was auch immer, das ist immer klar. Aber für mich hat es gepasst und so weiter, da ich doch auch viel auf Instagram aktiv bin und so weiter. Speicher hat es tatsächlich einfach gerade mal krass so viel, wie ich vorher auf meinem PC hatte, 256 GB. Und ich glaube, das reicht mittlerweile. Ganz erreichbar bin ich noch nicht auf der einen oder anderen Schreib-App, denn Google sagt, ja, ich lasse mir da mal ein bisschen Zeit, bis der sich da auf sein neues Handy eingestellt hat. Das braucht 3 bis 5 Werktage. Gut. Dauert halt eben so lange, aber danach bin ich zum Glück wieder erreichbar und ich habe ein funktionierendes Handy, das schon mal relativ gut. Ich hoffe, das ist jetzt keine, dass YouTube nicht sagt, das ist eine Werbung. Das heißt, ja, ansonsten sehe ich es ja dann. Oh, jetzt haben wir ein Problem, jetzt sind beide voll und ich habe schon wieder so viel weiter gelabert, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. So, jetzt muss ich gucken, haben wir den Kurs denn gestern gespeichert? Das würde mich jetzt interessieren. Und genau, ich habe mein Mikrofon jetzt auch ein bisschen näher rangemacht, weil ich gemeint habe, man hat mich in den Aufnahmen teilweise nicht so richtig verstanden. Das ist jetzt, glaube ich, behoben. Ich bin noch im grün-gelb Bereich. Ab und zu steuere ich mal ganz kurz auf den roten, aber nur selten. Und ansonsten einmal die Kommentare, wenn da irgendwas nicht stimmen sollte. So, jetzt gucken wir mal nebenbei, was war das für doch, das passt, den haben wir abgespeichert. Gut, das heißt, wir können den hier wegmachen. Und dann starten wir mal den Fendi. Und ich habe gesagt, wir starten den Fendi SZ. Und dann laden wir mal ganz kurz den Kartoffelernter ab, also den Varitron. Und dann fahren wir uns gleich mal auf den Weg zum AgraZ-Landhandel, um eine Fuhre wegzubringen. So, Kollege, wir kommen. Zum Glück ist der Grünstreifen. Das heißt, wir müssen nicht voll in die Flucht reinfahren. Er ist zwar nicht breit, aber wir kommen durch. Oh, der hat natürlich jetzt seinen Laderohr auf der falschen Seite. Und warte, wir müssen ihm auch nochmal was sagen. Und zwar während des Abladen anhalten. Danke, weil sonst gibt es manchmal immer ein bisschen Probleme. Und ja. So, wir fahren jetzt, Leute, ganz kurz die Augen zu machen. Wir müssen ganz kurz in die Flucht reinfahren. Um den Kollegen hier abzutanken. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der will uns nicht entladen oder nicht beladen. Ah, doch. Warte mal ganz kurz. Irgendwas kann da nicht stimmen. Warte mal, Motor machen. Ja. Ach, warte mal. Das kann man mit der. Ja. Das kann man mit der Maus steuern. Echt jetzt? Ah, das war einfach nur zu hoch. Jetzt welche Position geht's denn? Geht's auch noch? Weil dann kann ich jetzt ein bisschen umstellen. Dann hat der Helfer nicht so viele Probleme dabei. Ja, das ist natürlich auch angenehm. Wusste ich noch nicht. Also entladen geht auch so schnell. So, dann wünsche ich dir wieder viel Spaß. Stopp. Das war jetzt mein Verschulden. Ich habe ihn in den falschen Gang
So, ich habe ihm den falschen Gang gegeben, deswegen ist er rückwärts gefahren. So, hast du das gemerkt, was ich gesagt habe? Jo, ich mach's normal mal. Passt. Müsste sich jetzt eigentlich gemerkt haben. Das heißt, wir können uns jetzt den Fan schnappen und gleich mal die Runde abfahren. Sind zwar nur jetzt 21% drin, aber ich möchte das auch gerne automatisiert haben. Oh. Ja, zum Glück war mir nichts kaputt. Oh, ich komme jetzt glaube ich nicht an den Wari. Ah, ich warte mal ein bisschen, der ist eklig. Hoppala, komische. Ich glaube, ich da so nach hinten gehe. Also, ob der Anhänger gepasst hat. So, wir warten jetzt aber ganz kurz, bis der vorne ist. Wir haben heute Zeit, wir haben keinen Stress. Ich habe heute keine Termine. Bis auf jetzt dann Abendessen, aber die Folge geht sich in der Zeit noch locker aus. Ja, und das Feld ist eigentlich relativ gut gelegen. Ist eckig, was macht er jetzt? Er fährt noch ein Vorgewende, oder? Ja, er fährt Vorgewende schnell. Rüber hier. So, passt. Oh, stopp. Ich hätte jetzt fast was vergessen. Und zwar, wir müssen den Kurs einfahren. Das heißt, wir schieben den noch ein bisschen zurück. Ich würde sagen, wir beginnen. Ne, warte mal, hier ist sein Pausekurs oder wenn er. Parkkurs. Ich würde sagen, wir starten den hier. Oder? Ne, weißt du was, wir starten den unten, weil hier oben überkreuzen, würden sich die Kurse dann überkreuzen, was teilweise nicht ganz so optimal ist. Und wir müssen noch etwas machen. Und zwar müssen wir nämlich noch einen Parkkurs machen. Hätte ich jetzt fast vergessen. So, wir machen aber mal gleich den hier schon mal drinne. Passt, zack, fahren wir hier ein bisschen vor. Muss ja nicht weit sein. Einfach, oh, da vorne steckt schon wieder fest. So, das passt schon. Das nennen wir mal halten unterstrich F163. Hier, müsste passen. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen leiser geworden bin, tut es mir leid, weil mein Mikro ist gerade ein bisschen hinter mir, weil ich musste mich da vorne rein, um meine an meine Tastatur zu kommen. So, warte mal. Wir retten jetzt den ganz kurz da vorne mal. Und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, wenn er am Durchscharen ist oder so, kann man ihn nicht anfassen. Also, das funktioniert da nicht. Der zweite Bahn ist noch minimal problematisch teilweise, aber ist, glaube ich, noch zu bewältigen schon. So, fahren wir hier rinne. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Ist es die richtige Spur, was er jetzt nimmt? Ja, es ist die richtige. Okay, gut. Gott, das war dieses Lade, Warnung, Pieps, Geräusch, irgendwas so. Weil ich gar nicht gewusst, dass ich mit drauf habe. Na moin. So. Passt, dann können wir den hier wegmachen, dann fahren wir ein Stückchen vor. Und am besten fangen wir hier so, dass wir hier oder so dann mal drehen können. Zack. So, dann fahren wir hier die Kurve. Ja, dürfte er schaffen, glaube ich, dürfte er schaffen. So, das heißt, wir fahren jetzt zur Agra Z Landhandel. Ohne Laden, dann mache ich mal die erste Fuhre. Weil dann haben wir den perfekt funktionierenden Kurs und dann kann ich wieder meinen Aufgaben widmen und das läuft ja alles automatisch dann. Ist doch wunderbar so. Ich muss sagen, wenn man so früh anfängt, also es war ja glaube ich kurz vor 7 oder so, da ist es wirklich angenehm, weil da schafft man eigentlich alle Arbeiten, also hier geht's runter, alle Arbeiten. Ich muss aufpassen, dass das mit der Anhänger nicht überschiebt wie beim letzten Mal. Hier ist zwar noch nicht allzu viel drin, aber trotzdem. So, ein bisschen bremsen, weil da vorne kommt eine Kurve. Ja, wenn der voll ist, dann muss ich auch dem. Muss natürlich jetzt so fahren, wie wenn der Anhänger voll wäre, weil wenn der CP-Fahrer hier fährt und der Anhänger ist voll oder der Hänger ist voll, dann könnte das minimal problematisch werden. Und ich will den Kurs natürlich nicht nochmal einfahren, das heißt einmal sauber eingefahren und dann hält er für eigentlich die restliche Zeit. Wir werden jetzt zwar wahrscheinlich nicht ganz schaffen, den kompletten Kurs fertig zu machen, bis der wieder voll ist. Aber dann muss er halt ganz gut stehen.
So, wie man gesagt, hier vorne drüber. So, hier kann ich wieder ein bisschen Gas geben, weil da geht es bergauf. Dann tut er sich leichter. So, passt. Hier nochmal so. Huch. Vielleicht minimal zu schnell. Aber gut. So, dann heißt, wir fahren hier rum. Schön einen großen Bogen machen. Wenn wir nirgendwo hängen bleiben. Hier vorne müssen wir dann auch aufpassen. So, genügend weit drüben und früh genug einlenken und rum. Passt, wenn wir nirgendwo hängen geblieben, der Verkehr ist sowieso aus. Das heißt, in dem Sinne gibt es auch keine Probleme. Ja. Oh Gott, Fußgänger. Moinsen. So, wir bremsen mal schon mal ein bisschen, weil hier vorne müssen wir jetzt gleich rein. So, dann machen wir die Fußgänger hier nochmal vorbei. Oh, der Phoenix hat durchdrehende Reifen. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat er wieder seinen Baum gefunden. So, und Stopp. Speichern. F163-Arc. Schaut man das? Agra. Oder Agra. ARGZ. Ich schreibe einfach wieder Agra. Z. Ups. Z. Und dann Landhandel. Ja, das können wir so stehen lassen. Ansonsten. Oder warte, jetzt gucke ich mal kurz nach, wie schreibt man den. Doch, ich schreibe es schon richtig. Agra und dann Z und Landhandel. Gut, passt. So, dann fahren wir ein Stückchen vor. So würde ich sagen, dann starten wir hier nochmal die Kurs. Mache, weil dann müssen wir hier abgeben. Normalerweise, jetzt halt, gucken wir hier. Geld kriegen wir keins, das sieht gut aus. Wir haben Abschieber gekriegt, das ist auch gut. 5 plus, ja, das passt. So, dann fahren wir hier weiter. Einmal die Runde außen rum, ist ja genügend Platz zum Drehen hier. Und drüben steht unser Johnny. So, und wir lassen den Kurs ungefähr hier stoppen, würde ich sagen. Ja, passt. Dann nennen wir das Abladen. Unterstrich, warte, stopp. Jetzt schauen wir mal richtig dieses Mal. A, oh nee, warte. A, Gra, Z, Land, Lade, stopp. Landhandel. Passt. So, dann gebe ich dir mal ganz kurz den Kurs, den hier, dass er mir dann mal kurz hochfährt. Aber das stelle ich im Vorhinein schon mal ein. Da muss eigentlich sein. Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit, automatisch und cool, wie beim Einfahren. Müsste passen eigentlich. Lass ich den mal da hochfahren, dann gucken wir ganz kurz zum Phoenix. Ja. Der gut alt bekannte Baum. Man kennt ihn. So. Dann wünsche ich dir viel Spaß. So, dann müssen wir es jetzt eigentlich dann gleich machen. Das passt. Was haben wir denn jetzt zu machen? Wir müssen kurz warten, bis der Fan oben ist. Boah, der ist auch schon bald oben. Oh. Ja, warten Sie. Sie könnten mir auch eine Nachricht geben, wenn ich die ganze Zeit nutzlücke. Hoppala. Nur gegen den Baum scharren. Das wäre jetzt nett. Aber gut. So. So, ah, das mache ich dann später. Ich hoffe in der dritten. Gott, Alter. Wieso komme ich immer rein, wenn der jetzt piepst? Egal. Ich hoffe dann mal, dass es in der dritten Reihe dann besser schafft. Ohne dass er aber hängen bleibt. So, hier waren wir zuletzt zu Gange. Moran geschmissen. Oh, so die Ballen runterlassen. Zack. Nix schon aufgenommen. Hier liegen ja nicht viele. Hier hinten liegt gar keiner. Okay. Und der andere liegt da vorne, ja, ist wieder gut. Da hast du, kann man runterlassen. Zack.
Einmal den kurz wickeln. Runterlassen. Ich glaube, währenddessen man den runterlässt, hält man glaube ich auch an, weil schon uns kratzt mir die Folie wieder auf. Wenn ein Stein oder ein Arsch oder was auch immer, was normalerweise eigentlich in der frisch gemähten Wiese nicht drin ist oder nicht drin sein sollte, so. Aber trotzdem ist es den Aufschluss und dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Alles merkt, Alter, wenn man jetzt hier so guckt, so. Wenn man nicht düngt, wie wenig Ballen da liegen. Alter, das ist so ein krasser Unterschied, ne? Im letzten Mal waren da mindestens die doppelte Menge, weil hier liegen jetzt gezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie ich keine übersehen habe, liegen hier 8 Ballen. Im letzten Mal waren es, da lagen doch sicherlich fast 16. Mindestens. Also mindestens die doppelte Menge. Ich muss sagen, Düngen bringt schon was. Das werden wir jetzt auch gleich im Anschluss mit dem 6M machen. Weil der Farmer ist, glaube ich, meines Erachtens ein bisschen zu klein und wird wahrscheinlich wieder ein bisschen lupfen. Und das will ich natürlich nicht. Der 724. Ach, wartet. Der ist schon da. Immer nur keine Nachricht gegen. Okay, gut. So, das heißt, wir bauen jetzt den Kurs zusammen, der heißt, der geht von, wir fangen an, es ist hier oben, das heißt, bei 163 Agro zum Landhandel, zack, plus, danach brauchen wir, wartet mal, also wir sind hier oben. Wir fahren runter, dann heißt es abladen. Abladen Landhandel. Nee. Abladen Agrarzeitlandhandel, da haben wir. Dann brauchen wir den hier. Dann sind wir da. Dann brauchen wir normalerweise den hier und dann heißt es wieder hier hoch. Und das ist dann normalerweise parken oder halten. Habe ich die nicht gespeichert? Doch. Ich schaue jetzt einfach nach der Zahl mal. Doch, da halt 163. Passt, ich glaube, dann müssten wir eigentlich den richtigen haben. Also wir fahren hier oben los, fahren runter. Zack, zack und wieder hoch. Und halten hier. Das müsste eigentlich passen. Ja. So. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Jetzt muss ich dir nur noch sagen, welchen Drescher du Abfahrer. Oder wen. So, warte. Zack. Weiter. Das passt. 163, das passt auch. Okay, gut. Dann heißt, er fährt jetzt einmal die Runde. Und danach ist er für den Kollegen hier abfahrbereit. So, der Motor ist natürlich wie bekannt immer aus. Oh. Das liegt, glaube ich. Der sucht gerade wieder. Ah, geht auch schon wieder. Das liegt aber immer daran, wenn der CB-Fahrer irgendwie sein Abfahr oder das Fahrzeug, was er abfahren muss, sucht. Und ja, ich habe auch jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es euch gestern gezeigt habe, wie den Frontlader, den wir brauchen, ist. Wartet. Und das sind die Hauer, wir brauchen den Trima, das heißt, das ist. Der hier. Ich wundere so ein bisschen, weil halt nicht Allure draufsteht, sondern halt Trima. Aber gut. Also ich habe es ausprobiert. Das ist normalerweise der hier. Doch, müsste der hier sein. Ja. Hauptfarbe kann man natürlich dann in passender Farbe auswählen. Das wäre dann die hier. Ach ja, das sieht doch schön aus. Das sieht doch nicht schlecht aus für den Farmer hier. Ballen geht rein, das passt. Da drin liegt der nächste. Also jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die am Arbeiten sind. Ne, 5. Doch, 5 Leute sind nicht 6.
Ja, genau, einmal ich und zwei Abfahrer und zwei Ernter. Was ist das da hinten? Ach, das ist die andere BGA, die größere. Ja, cool. Aber unser nächstes Ziel ist ja das Feld Nummer, lass mich gucken, 81. Also unser nächstes Investitionsziel. Ja, nach den Ballen mal pressen, nach den Ballen, oder wenn wir die, nachdem wir die Ballen runtergebracht haben, so heißt es richtig, kommt als nächstes dran, was mir wichtig ist, die Schweine versorgen. Weil dann können die nämlich schon mal produzieren, sich vermehren. So. Wer sich jetzt fragt, was das für Zahlen hier sehen, keine Ahnung, das ist irgendeine Farbe. Rot ist gleich 91,8, hier ist 0, bla. Müsste eine Zahl sein. Müsste halt von irgendeinem Traktor oder vom Fan hier, ich glaube, das ist sogar von dem Fan hier. Aber das ist das Schöne, das ist alles nur Einträge in der Log vom Mod, also es ist kein Fehler und kein Warnung und nix. Zack. Ich muss sagen, wenn es natürlich die Wiese nicht gedüngt ist, geht's Ballen wickeln natürlich schon schneller. Aber es geht ja nicht um die Schnelligkeit, sondern es geht um den Ertrag. Das heißt, ich muss diesmal auf jeden Fall dran denken, die Wiesen zu düngen. Aber das werde ich ja schon, nachdem wir die Ballen runter haben, machen. Müssen wir dann natürlich auch mal gucken. Wartet mal. Können wir hier Gerste verkaufen? Ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja nachgucken. Mischt Gülle. Gülle, nee, der Preis lohnt sich nicht, aber Gülle ist normalerweise nicht Gärreste. Nee. Es wäre natürlich auch eine Frage. Ah, okay. Weiß ich natürlich, ist der Preis so gut? Wäre natürlich auch eine Frage aufs Holz, auf die. Ja, ich glaube, wir gehen da doch nicht auf das Sägewerk. Und ja, wenn euch das mehr Holz machen interessiert, also Paletten und so weiter, dann schaut gerne mal bei meinem Kollegen BS Gaming vorbei. Ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das sagt man, ist ein Realismusprojekt, aber halt eben nur im Singleplayer, also ohne mehr Personen. Und ja, schaut gerne mal vorbei. So. Dann fahren wir rüber auf die nächste oder letzte Wiese, ist ja eigentlich. Doch, müsste eigentlich die letzte Wiese sein. Oh, passt, am Weg bleibt immer noch ein bisschen was liegen, das wollen wir natürlich hier leider nicht wegkriegen, aber gut. So, Ballen ist drinnen, perfekt. Hier hinten in der Ecke liegt keine, das ist. Wunderbärchen. Dann hier vorne drei auf einem Haufen gleich. Ah, das war die, was ich zum Schluss rausgelassen habe. So, jetzt sind wir bei 23 Minuten. Muss man halt merken, dass ich ein bisschen länger mache. Nicht drauf gucken, denke ich mir auch 25 Minuten schon. Aber die Kleinigkeit kann ich mir merken. Das ist ja nicht das Problem. Also wenn wir jetzt bei hier bei 24 Minuten oder so sind, ich glaube, da können wir tatsächlich noch einen Teil vom Verladen beginnen. Oh, und wir haben noch Punkt 1, also Punkt 13 Uhr hier im Spiel. Und in echt, ja, nicht mehr ganz, aber kurz nach 5, also kurz nach 17 Uhr. Also 81% und das geht so schnell voran da oben, ne? Das kann man gar nicht glauben. Also wir haben, hier oben ist schon alles weg, wir haben nur noch das kleine Vize da. Oh moin, und ja noch ein bisschen was das wohl da rumsteht, aber haben wir denn 92% schon? Alter, alles klar. Da haben wir jetzt 18%, geht auch gut voran. Ich muss sagen, diese Kartoffelmission mit dem Vollernter, das die mache ich gerne. Müssen gucken hier, nee, nichts so richtig Gutes, was gut jetzt Geld bringt. Aber die zwei werden schon gut was bringen, also es sind 30. Ne, 40.000. Alter. Damit haben wir das Geld von dem Fenty wieder drin. Ist schon nicht schlecht.
hast. Ja, dann können wir uns das Feld auf jeden Fall leisten. Weil das, was wir über Nacht dann noch vor der BGA kriegen. Und wenn uns halt ein bisschen was fehlen sollte, dann gucken wir halt im Lager, ob wir noch schnell auf die Schnelle was verkaufen können. Oder wir nehmen halt ein bisschen Kredit auf. Können wir jederzeit dann wieder zurückzahlen, wenn wir danach wieder noch, hoffentlich noch flüssig sind. So, letzter, nee, vorvorletzter Ball, okay, zwei haben wir noch. Gut. Passt. Ich fahre einfach schon gerne mal vor den nächsten ran, dann muss ich nachher nicht im Leer, wenn ich nichts zum Wickeln drin habe, soweit fahre, ja. Die Zeit, wo ich von A nach B fahre, die kann ich schon mal gleich auch nutzen zum Wickeln, so würde ich sagen. Passt, der liegt. Der nächste passt auch und den Kollegen hier ein bisschen hier gucken, dass ich da richtig reinkomme. So lenken und ja, ja, wird angenommen. Oh oh, wir sind zurückfahren. So. Die Hauptsache ist, dass er angenommen wird, ansonsten kann ich noch ein bisschen zurückfahren noch. Der falsche Gang. So. Ah, das sehe ich nicht gerne, wir müssen ein bisschen schieben. Komm, wir doch angenommen, bitte. Sei jetzt nicht so. Ach komm. Jetzt ist aber. So. Nur minimal schieben leider, aber ging leider nicht anders da. Oh Gott. Ja. Der war jetzt tatsächlich unabsichtlich. Ich muss wieder nach vorne gucken. Dann schon fahre ich hier noch die ganz anderen Ballen an, aber die werden ja jeder gleich aufgeladen oder werden sie eben mit der Gabel durchstochen. Das heißt, es ist eigentlich relativ egal, ob sie jetzt ein bisschen beschädigt sind oder nicht. So, fahren wir. Oh Gott, fahren wir hier wieder hoch. Oh Gott, Alter. Das war ein bisschen. Ja, muss ich mir noch ein bisschen dran setzen, ein bisschen editieren. So, gucken muss ich momentan eh nicht, weil der Verkehr ist aus. Noch. Ja, cool, nochmal hier haben wir normalerweise alles schon gewickelt. Ja, das passt. Oh Gott. Das passt, dann fahren wir hier vorne rein. So. Dann war schon das Ganze gespannt, mal kurz ab. Und dann kann er schon wieder zurück in die Halle. So. Oder wir sind eigentlich schon wieder. Ja, kurz drüber leuchten. Ja, ganz sauber ist er dann doch nicht. So, der Sound fängt auch ganz kurz. Erster grobe Staub schon mal ab. So, das passt. Ja, das nehme ich so gerne an. So, diesmal merken wir uns vorwärts reinfahren und dann einfach rückwärts reinschieben. Ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit hier. Ja, das geht perfekt so. So, ja. Ja, das geht noch. Passt. Dann hängen wir gleich mal kurz unseren Ballenwagen an. Und dann kann ich den gleich rausziehen und dann schnappe ich mir den Premium. Das war ein bisschen dazu schwach eingelenkt, aber es geht. Es geht, das ist natürlich gut. Oh. Minimal an die Deichsel rein. Ein bisschen an der Deichsel geschabten im Reifen und minimal. Minimal Reifen, die Deichsel war zwar nicht im Reifen drin, aber egal. So, gerade ich muss ein bisschen schräger rausfahren. Aber gerade kommen wir da nie raus. Ne, okay, das war zu schräg, das ging auch nicht. So, neuer Versuch. Schaffe ich es. Komm, das geht, das geht. Dat, ja, genau, das geht. Perfekt. So, ich drehe das dann mal kurz. So. Passt, dann kann ich den hier abstellen, zack. Und den Fan kann ich hier stehen lassen. Motor ein, Halbbremse an, da kann er nicht rollen. Mal Sicherheit.
Einfach gehen wir einfach Rückwärtsgang rein, da kann er erstmal schon. Oh Gott. War nichts, alles gut. Ja. Gut. Warte mal. Ich stampfe zuerst den hier, weil ich schon da bin. Brauchen wir für den Gewicht? Nö, ne? Nö. Gewicht brauchen wir nicht. Genau, diesen mit dem. Oh Gott. Nicht ganz so schnell. Aber ich muss sagen, dass da oben läuft, glaube ich, so wie es aussieht. Also, ich kriege momentan keine Meldung, dass irgendwas nicht passt. Die da oben laufen, der läuft auch. So bin ich zufrieden. Dann fahren wir hier wieder rein. Oder wollen wir zuerst. Ne, ich clear die zuerst die hier unten. Und dann mache ich die oberen. So, angeschalten. Sammelt auch schon. Ja, sammelt auch schon. Das ist natürlich perfekt. Hier liegen auch nur drei. Das heißt, die kann man alle aufsammeln. Auf eine Meile. So, passt. So, dann holen wir uns den Premium, den haben wir hier. Passende Anhänger ist ausgewählt, oder? Ja, passt. Dann fahren wir hier hoch. Bremse, Alter. So. So, hatte eins, machen wir schnell. Oh Gott, aua. So. Ja, stell dir, du kriegst schon dein Futter hier. Zack. Ich kann das von ganz feigen. So. Dann haben wir den Hund auch gefüttert. Kann keiner sagen, wir haben den Hund vergessen. Aber wir haben jetzt einfach für dieses bisschen Aufräumen und so weiter so lange gebraucht. Oh moin. Aber wir können die ersten paar Ballen noch drauf machen. Wir haben ja gesagt, wir machen ja so 37, 35 Minuten. Ich sage immer, wir machen 35, das heißt, die ersten Ballen können wir auf den Anhänger drauf stapeln. Das passt doch. So, fahren wir gleich mal hier drüber. Und stellen den aber hier vorne in die Mitte. Stört er nicht. Was heißt er stört nicht? Den Ballen auf seinem Stürmer dann nicht. So, das passt. Nur da können wir aus, wo Handbremse angezogen, das passt auch. Die machen das. Nee. Der Wart. Die haben nur ein paar Bahnen hier, ne? So, hier machen wir. So. Reverse Stich, Reverse Stich. Hier geht's links und rechts runter. Jetzt ist mir davor. So. Ich gucke nochmal gerade ranfahren. Oder ziemlich gerade. Warte mal, mach die hier. Sehen wir nämlich da wunderbar hin. So, machen wir erstmal ein bisschen runter. So, ein Stückchen vor. Ja. So, wie sind wir denn von der Geradlinigkeit? Ja, das passt. Ein bisschen können wir noch lieber vielleicht minimal. So, dann will ich hier stoppen, das heißt. Zack. Passt. Rückwärts schnell wieder raus. Passt auch. Dann sammeln wir hier gleich die nächsten drei Ballen auf. Mal ein bisschen rundumleuchten, dann wissen auch die Leute, dass wir hier fleißig am Arbeiten sind. Nehmen wir jetzt aber den hier vorne. So. Bis zur Rückfahrt. So. Müssen wir mal ein bisschen runter hier vorne.
Na, das war ein bisschen zu weit. Jetzt backen die wieder ineinander ein bisschen. So, passt, entladen. Boah, perfekt. Also wir fahren raus, aber auch immer Pinschen rum. Einmal vorne, ja, da hinten. Ja, da warten wir noch. So, jetzt haben wir die nächsten paar hier auf. Oh. So. Zack. Ja, da liegen noch die nächsten. Oh. War ein bisschen gerade. Das war glaube ich irgendeine Speicherung oder sowas. So. Jetzt würde ich sagen, die Wiese laden wir noch fertig auf und dann sind wir fertig. Ja, kann man da nicht drehen, bitte. Danke. So. Ja. Bisschen rüber. Passen. So. Ich glaube, jetzt aber zwar total schief. Nee. Geht sogar. Das hat man sich viel schlimmer vorgestellt, aber es geht. So, ein Stückchen vor noch. So, passt. Zack. Dann haben wir die nächste Ladung. Da liegt noch einer. Da hinten liegt keiner mehr. Soweit ich gesehen habe. So, zack. Wird es genau so sein, dass einer mehr da liegt, als ich aufsammeln kann, oder? Jupp, das kommt auch so. Perfekt. Das ist natürlich wunderbar. So. Passt. Stückchen, zack. Fahren wir raus, machen Spanngurte rum. Zack, zack, zack. Perfekt. Dann holen wir uns den letzten nach vorne noch. Aber dann darf ich mich von euch schon mal fürs Zuschauen bedanken und verabschieden, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett, kostenloses Abo. Natürlich auch nicht. Natürlich, ja, natürlich auch nicht schlecht, so. Und würde mir sehr weiterhelfen und ist ein Zeichen dafür, dass es euch einfach auch gefällt. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Freitag, schönes Wochenende, genießt es. Und ich glaube, für die ein oder anderen geht danach dann die Schule schon wieder los, sind die Ferien vorüber und dann geht der ganz normale Corona-Schulalltag wieder weiter. Aber das sehen wir dann erst, wie es denn dann kommt. Also, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Freitag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast.